sprechen wir über die CZ P10C. Los geht's. Hey friends, I made a video in English. Check it out. Wie immer, Waffe ist entladen und sicher. Und so können wir dann auch anfangen. Die CZ P10C, lauter Cs und C und Z. Eine sehr, sehr schöne Waffe von CZ, hergestellt in der Tschechei. Mittlerweile haben die auch extrem viel Erfahrung, was Waffen angeht. Und ich finde allgemein, CZ bringt ja sehr, sehr schöne Waffen raus. Ich habe schon einige geschossen und war mit jeder eigentlich sehr zufrieden. Ich denke mal, es gibt sehr viele Leute, die gerne andere Sachen behaupten. Aber es ist ja immer so ein Präferenzding. Mag man es oder mag man es nicht. Wie ihr seht, dieses Ding ist völlig aufgerüstet. Mit dem Holosun, mit dem Comp und mit dem Licht. In Deutschland natürlich nicht möglich. Österreich und Schweiz, glaube ich, hat damit kein Problem. Aber wir sind ja hier in den USA und das Ding ist komplett eine Race Gun. Die ist komplett hergerüstet mit einem extra Trigger, der auch richtig, richtig... Das ist die Waffe von Zach, einem der Instructor hier draußen bei Bravo Zero Six. Wir waren jetzt schon zweimal miteinander draußen und habe auch zweimal dieses Ding geschossen bei verschiedenen Witterungslagen. Ich muss sagen, wunderschön zu schießen. Wir haben hier einmal ein 18-Schuss-Magazin und einmal ein 15-Schuss-Magazin. Ja, natürlich eine halbautomatische 9mm. Gehen wir mal kurz über ein paar Daten mit euch. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Zero Six und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und ihn. Die Gesamtlänge ist bei 185 mm, das Gewicht bei 737 Gramm. Ich glaube, die hat noch ein bisschen mehr durch die ganzen Anbauteile. Die Lauflänge ist bei 102,1 mm und laut CZ USA, hier steht Kansas City, hier werden sie hergestellt, glaube ich wohl, nochmal in einem Zweitwerk. Hier kostet sie $579. Wie viel sie jetzt in Deutschland kostet, kann ich euch leider nicht sagen. Schätzungsweise ein wenig mehr. Das Ganze ist ein Striker-Fired-System, ihr seht, ohne Hahn und schießt sich im Grunde ja wie eine Glock, wer damit jetzt nichts anfangen kann. Ich gehe mal kurz über den Trigger-Reset, weil dieser Trigger ist absolut krass. So. Verrückt, richtig crisp. Und wie ihr seht, jetzt bleibt er hinten stehen. Da ist nichts mehr, was ihr jetzt drücken könnt. Das geht erst wieder, genau, dieser Trigger geht erst nach vorne, wenn man nämlich wieder den Schlitten nach hinten zieht. So, wie sich die CZ draußen auf der Shooting Range macht, zeigen wir euch jetzt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Schön, gell? Dann war das echt einen guten. Use it for long range. Yeah. All right, Mark, I'm gonna do it. Did I get it? No. Damn it!
Hit. That was a hit. Yes!